Hallo zusammen, willkommen zu der nächsten Map und zwar einer TNT-Map. Ich bin sehr gespannt, was es hier für TNT-Explosionen gibt und auch generell, wie die Map gebaut ist. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und ich würde sagen, wir legen los mit... Dann gibt es hier noch ein bisschen Flint und Steel und ein bisschen Essen. Ich denke mal, wenn man die Map zu viert spielt oder so. Hier fährt auf jeden Fall schon mal eine Bahn rum. Auf jeden Fall sehr, sehr cool gebaut. Und ja, da ist eine riesige Fabrik. Ich glaube, das ist auch unser Ziel. Alles kaputt machen. Ah ja, reguläres TNT. Probieren wir aus. Oh, gefällt mir. Sachen kaputt machen. Krass. Okay, war jetzt noch nicht so spektakulär. Aber ja auch regulär, ne? Oh, was ist das denn? Oh, sieht aus wie Mega-TNT. Nehmen wir auch mit. Warte, ich nehme mal ein bisschen mehr Abstand. Okay, da passiert so nichts. Ui! Bis hierhin, okay. Oh, das ist aber kleiner, oder? Das ist bestimmt Super-TNT. Okay, nehmen wir auch mit. So, Schritt zurück. Boah, das sieht ja mal Ultimate TNT her. Da gehe ich aber jetzt gleich mal einen richtigen Schritt zurück. Da gehe ich jetzt aber mal richtig weit zurück. Ich glaube, wir zünden das an und rennen mal ganz schön weg. Ich meine, einer hat ja schon lange gedauert. Und? Okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet von Ultimate. Da, guck mal, der ist sogar richtig fett. Der Weltenzerstörer. Oh, der ist aber groß. Den nehmen wir nochmal mit. Okay. Ist Name Programm? Kann ich jetzt neue Welt laden? Oder was passiert hier? Hui. Oh, mit einem coolen Effekt. Wie viel Schaden habe ich bekommen? Ah, nicht so viel. Oh. Ist das etwa ein Geheimgang? Soll ich da etwa runtergehen? Oder war das nur ein Bait und ich hänge jetzt in der Höhle fest? Wahrscheinlich. Ah, ne, geht sogar noch weiter runter. Aber da ist Lava, da will ich nicht runter. Ja, aber wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Okay, der hat mich ja schön gebaitet hier. Den nehmen wir mal mit. Ja, was gibt's denn Größeres als Weltenzerstörer? Jetzt mal ganz im Ernst. Da gibt's doch nichts Größeres, oder? Oh, das ist ja der Klebe-TNT. Wie cool ist das denn? Bleibt auch da hängen, wenn man es anzündet? Oh, ja, geht ein bisschen weiter rein. Ah, und dauert gar nicht so lange. Aber trotzdem ganz cool so. Einfach dran sticken und weg. Geh mal einen Schritt zurück. Geht jetzt bestimmt mega ab. Oh. Ah. Dann haben wir noch Rainbow TNT. Oh. Warum? Hä? So, da haben wir wieder alles. Ich habe gerade gesehen, beim Laufen, da hinten war noch mehr TNT. Da müssen wir unbedingt mal hin jetzt. TNT Launcher. Oh, super cool. Wie geht das? Oder muss ich das normale TNT da reinstopfen? Ayo. Oh, wie cool. Boah, beste TNT-Kanone, die ich je gesehen habe. Kann ich die mitnehmen? Kann man mitnehmen. Mal angenommen, wir nehmen jetzt hier... Boah, die fährt sich ja mal richtig geil aus. Hier so ein Rainbow-TNT? Nö. Splitter? Auch nicht. World Destroyer? Nein. Okay, nur den normalen. Alles klar. Reverse TNT. Soll ich schon in das TNT gucken? Reverse. Ich hab bestimmt alles rangezogen, ne? Wir laufen mal einen Schritt zurück. Hä? Ne, das hat alles aus dem Boden gezogen. Okay. Probieren wir hier nochmal aus. Gucken wir mal. Jetzt komm. Da ist ja Obsidian drin. Kann wahrscheinlich Obsidian raus. Und ein Haufen andere Blöcke waren da unten. Sehr gut. Bombe? Oh, Mini-Bomben. Lightning Bomb und Dynamite Shooter und was für geile Sachen. Ich muss immer wieder sagen, da hier ist keine Modifikation drauf. Das ist einfach Minecraft Vanilla. Ihr könnt mit eurem Handy hier genau dieselbe Map spielen. Ihr könnt mit der Konsole genau dieselbe Map spielen.
Ah ja. Voll gut. Guck mal, da die, das Feier-TNT zwischen ganz vielen Holzkisten. Das wird jetzt gut. Sag ich doch. Sehr cool. Und ich glaube, das ist das Highlight. Das war auf das Thumbnail drauf. Der, guck mal, was er in der Hand hat. Der hat einen Streichholz in der Hand. Und eine TNT-Rolle. Oder eine Dynamitstange. TNT-Rolle. Alter, wie krass ist das denn, bitteschön? Ne, werfen kann man. Damit kann man nur rumlaufen, okay. Okay, der ist nicht so cool. Irgendwie kann der nur laufen. Ich steig mal wieder aus. Okay, der kann sehr cool, der kommt einfach unten zwischen den Beinen raus. So, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier nochmal ein bisschen rumlunzen, ich würde ganz gerne nochmal in das Gebäude reingehen. Oh, jetzt wird aber schnell dunkel. Ich glaube, hier kann man gar nicht rein. Ich glaube, die sieht nur aus. Ah doch, da hinten ist die Tür, oder? Hier, hier. Hallo? Boah, voll die Firewall. Voll gut. Ah, eigentlich sollte der nur verbrennen. Okay. So, hier ist eine Tür. Die ist aber nur zur Optik. Okay. Dann machen wir Folgendes. Wir nehmen mal den Türöffner. Oh, oh. Wo ist der da? Okay, hier hat der World Destroyer eindeutig mehr kaputt gemacht. Das ist ja mal fett. Also in die Anlage kommt man nicht, so wie es aussieht. Und der baut wirklich diesen Gang nach unten. Aha, direkt neben dem Spawn ist noch ein Shop. Wie cool ist das denn? So, mal eben ein bisschen Dirt besorgt. Warte, wo soll ich das reintun? Hier, oder? Ja, das ist gut. Jetzt können wir hier nochmal Lava-TNT holen. Und Water-TNT. Zack. Dann holen wir hier noch ein Haus. House to go. Aber vom Prinzip her könnt ihr quasi mit euren Freunden die Map hier spielen, da hinten ein ganz normales Haus bauen und hier euch immer TNT besorgen. Cool. Oder ihr nehmt einfach hier ein House to go. Wo ist denn der Eingang? Hier. Ey, das ist voll die gute Idee, ey. Fehlt nur noch ein Bett. Heißt das, da kommt Wasser hin? Oder heißt das, ich kann es in Wasser... Ne, ich glaube, da kommt Wasser hin. Boah, wie ist es aus? Ach du Heilige! Das ist ja alles voll Wasser jetzt. Lava ist bestimmt genauso, dann nur mit... Ich bin halt irgendwo drin, ne? Ich nehme jetzt mal hier dieses Lava-Ding und zünde das einfach mal an. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, aber ich sehe gleich, was passiert ist. Aha! So sieht's also aus. Ja, super! Ah, ich glaube, es kommt darauf an, worauf man die baut. Ja, genau, ich glaube schon. Okay. Sehr geil. Gut, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schreibt ganz gerne mal rein, welches TNT ihr am besten fandet. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Map. Morgen kommt übrigens wieder was mit Manuel und ich glaube, Sonntag glaube ich auch. Also einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Das ist alles verlinkt, was er braucht. Und bis zum nächsten Part. Tschüss!